Hallo und willkommen zurück zu The Long Dark. Wir wurden ja vorher von Wölfen angegriffen, die total nett zu uns waren. Ja, und wir sind immer noch mega fertig. Aber... Moment mal. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Wie ist das denn nochmal hier? Naja. Alles schon wieder vergessen. Hausgemachte Suppe. Essen wir mal. Und legen uns dann nochmal schlafen. Bei der alten Dame. Mit zwei... Ah, für... 10 Stunden. Am Durst? Trinken wir mal was? Und es ist dunkel draußen, aber ich glaube, wir können jetzt mit ihr sprechen. Wie geht's uns denn? Ja, Essen. Essensmäßig könnten wir noch ein bisschen reinhauen. Aber das geht auch. So, ein kurzer Moment. Ich schaue nur kurz, ob mit der Aufnahme alles in Ordnung ist. Weil ich jetzt schon länger nicht mehr aufgenommen habe und ich ein bisschen Angst habe. Wir sehen uns sofort wieder. Ein kurzer Cut. Sieht gut aus. So, wir reden nochmal mit ihr. Vielleicht hat sie uns ja jetzt was zu sagen. Sie wollte sich ja ein bisschen ausruhen. I can't be here anymore. My friend is out there and she needs my help. Please, tell me how to find her, and I'll do whatever I can to help you get out of here. There's only one thing left to be done. You need to put her to rest. Put her to... I'm not giving up yet. On the other side of town, there's a farmhouse. You'll find a key to a safety deposit box somewhere in there. Go to the bank. And bring me the box that matches the key. Then you'll understand what happened to her. Wait, farm? Bank? What's this have to do with my friend? They left her, didn't they? She needed help, and they let her go. This is how we make it right. I don't understand. In the bank. You'll find the answers. Now go. Wir waren doch in der Bank und haben da alles durchgeschaut. Du hast einen Bauernhof erwähnt. Ja, auf der anderen Seite der Stadt. Der alte Barker-Bauernhof. Okay, den haben wir schon gesehen. Barker? Ja, ein Lügner und ein Dieb. Okay. Du wirst schon sehen. Sie war da, am Bus, da bin ich mir sicher. Hast du das Gefühl, dass sie dort vorbeigekommen ist? Ich glaube, sie hat mir ein Zeichen hinterlassen. Ein Wort. Ausdauer. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ups. Merkwürdig. Warum sollte sie so etwas schreiben? Ich weiß es nicht, vielleicht wollte sie mich wissen lassen, dass sie nicht aufgibt. Oder dich daran erinnern, es nicht zu tun. Da muss noch mehr dahinter stecken. Warum? Weil du ihr so wichtig bist? Nein, weil sie es mit ihrem eigenen Blut geschrieben hat. Hä? Hä? Ja, hä? Ganz im Norden gibt es eine Stadt namens Ausdauermühle. Vielleicht wollte sie dir den Weg zeigen. Ausdauermühle? Wie komme ich dahin? Es gibt keinen Weg. Vielleicht mit dem Auto? Aber zu Fuß? Zumindest kein Weg, den die graue Mutter kennt. Moment, ich kann gleich auf Weiter drücken. Hier ist jemand. Na, okay. Okay. Du wirkst abgelenkt. Müde. Geht es dir gut? Ich bin alt. Manchmal schweifen meine Gedanken ab. Fremder. Reisen zu fernen Orten und anderen Zeiten. Ich denke an sie. So kalt und einsam. Sprichst du von meiner Freundin? Sie hätten ihr helfen sollen. Erzähl mir mehr über diese Bank. Ha, eine Bank vom Festland. Hat nie hierher gehört. Normalerweise sind Banken gut gesichert. Ich zweifle, dass ich da reinkomme. Die Filiale wurde schon vor Jahren geschlossen. Der Zusammenbruch hat uns alles geraubt. Wie macht ihr es denn mit dem Geld? Einige von uns verwenden noch das alte Papier oder treiben Tauschhandel.
Ich habe schon seit Jahren kein Papiergeld mehr gesehen. Bist du sicher, dass es in der Bank noch etwas von Wert gibt? Du stellst Fragen, statt nach den Antworten zu suchen. Und jetzt geh und beschaffe mir das Schließfach. Dann wird dir das alles klar werden. I'll see what I can find. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ja. Durchsuche das Bauernhaus von Milton nach einem Bankschließfachschlüssel. Ach, da waren ja noch ein paar Schließfächer, die zu waren. Ich traue mich aber ehrlich gesagt nicht im Dunkeln raus. Ist aber morgen. Oh, hä? Ach, da. Hier bin ich übrigens wieder. Das mit dem Blut. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Habt ihr das gesehen? Da bin ich jetzt völlig perplex, dass da Blut war. Eigentlich möchte ich da gerne nochmal hin und gucken, ob da wirklich was war. Und ich hoffe einfach, dass diese doofen Wölfe weg sind. Ich weiß, dass auf dem Weg zum Bauernhaus auf jeden Fall ein Wolf war. Ich möchte nicht sterben. Please. Nee, warte. Da, in die Richtung ist das Bauernhaus. Ich möchte gerne nochmal beim Bus gucken, ehrlich gesagt. Vielleicht gucke ich da doch nicht. Wir warten ein kurzes Momentchen. Ein kurzes Momentchen. Ich brauche mal was zu essen. Ich hoffe, in dem Haus wird es was zu essen geben. Ich freue mich richtig, das Spiel weiter zu spielen. Ich habe jetzt schon so lange nicht mehr gespielt. Und es ist einfach so. Ich weiß nicht. Okay, wir gehen hier weiter. Ich möchte einfach nur beim Bus nochmal gucken. Das ist ein mega langer Weg, ne? Und da waren so viele Wölfe. Ach, wir haben ja noch was zu essen bei uns zu Hause quasi. Dann gehen wir jetzt gleich auch nochmal vorbei. Da waren wohl. Ist er jetzt auch nicht mehr? Okay. Es sieht gut aus. Nicht gut aus für uns. Habt ihr den Wolf gesehen? Ich habe ihn gesehen. Wir müssen da halt lang. Dann können wir auch hier lang. Wir haben noch eine Fackel, nicht wahr? Ja, die ist auch 100%. Perfekt. Dem Wolf aus dem Weg gehen. Und vor allen Dingen, woher weiß der, dass es ihr Blut war?
Hat er einen DNA-Test gemacht oder so? Mal eben auf die Schnelle. Ich möchte noch mal reinschauen. Oh Mann. Ich wette... Moment. Ich wette, da war ja eine Sequenz, wo das auf dem Boden gezeigt hat. Ich wette, da hätte Ausdauer gestanden. Aber wir hatten irgendwie einen Bug oder so. Generell, das, das Spiel leckt ja auch manchmal so zwischendrin. Gehen hier lang. Ist kalt. Oh. Not that good. Dann gehen wir mal kurz in die Tankstelle. Bis dahin schaffen. Wir wärmen uns auf. Und nehmen dann auf dem Weg zu der Barn, also zum Bauernhof, nehmen wir was zu essen mit. Gehen wir kurz bei unserem Standpunkt vorbei. Oh, die Musik fängt hier an. Das hat sich nicht so gut angehört. Langsam hoch. Irgendwie was übersehen? Eigentlich nicht. Am besten gehen wir direkt zu uns nach Hause. Wir bleiben gar nicht hier. Da ist ja auch ein Ofen. Vielleicht können wir den anmachen. Wir ein bisschen aufwärmen. Haben wir Sachen ausgezogen? Nee. Ist uns denn so schnell kalt? Wir bewegen uns ja auch. Haben wir erschrocken. Upsa. Geht mal hinten rum. Ups. Muss heute wieder ein bisschen auf die Zeit achten, aber haben noch ein bisschen. Unsere Fußspuren sind hier immer noch. Faszinierend. Alter! Bin ich hingelaufen? Okay, bluten wir gerade? Wenn ja, wäre es echt schlecht. Panik. Das war gerade pure Panik. Ich wusste nicht wohin. Vorne scheint noch was Totes zu liegen. Da rein. Jetzt erstmal. Brauchen ein paar Verbände. Kann ich nicht herstellen? Kann ich nicht herstellen?
That didn't work. Was haben wir denn noch? Haben wir noch irgendwie ein Problem? Nein. Wir haben aber Hunger. Mit Hunger und Durst. Können wir das hier anmachen? Vielleicht wird das ja was. Ich habe noch nie Pfirsiche gegart. Ich habe die ja nie warm gegessen. Achso, und? Warte, wir können vielleicht das hier auch mal warm machen. Essen wir einfach mal. Temperaturnutzen steigt. Okay, frisches Hundefutter. Warte mal. Ich meine, in der Not, ne? Auch mit. Hier müsste ja noch was drin sein. Naja. Einen davon mit. Hiervon. Schmerzmittel nehmen wir mit. Okay. Auch noch mit. Wir haben ja schon eins verbraucht gerade. Wir haben noch mega viel Wasser, ne? Warte mal. 3,3, also über 3 Liter haben wir Wasser. Das ist nicht unser Problem auf jeden Fall. Kräutertee. Wir könnten Kräutertee auch noch machen. Mal. Ach so. Haben wir an, ne? Ja. Layering. Noch irgendwas? Nö, ne? Nochmal einen Kaffee machen. Ich möchte das Feuer nicht verschwenden. Alter, wir können so viel Kaffee machen. Wie geht's uns denn? Okay, das hat ja jetzt ein bisschen gedauert. Vielleicht ist der Wolf ja jetzt weg. Please be gone. Please. Wir gehen hier mal so durch. Ah. Aha. War alles. Und dann gehen wir zurück. Ganz schnell. Weil uns kalt ist.
Too cold to think. Dann machen wir das hier mal kurz an. Ohne Brandbeschleuniger, weil wir nicht so viel haben, glaube ich. Ich weiß, habe jetzt gerade gar nicht geschaut, ob wir da noch Brandbeschleuniger haben. Und dann machen wir Fleisch. Und dann haben wir ja was zu essen. Voll gut. Wir haben jetzt noch nicht das gemacht, was wir eigentlich machen sollten, aber es ist halt The Long Dark. Aber wir haben wieder mit der grauen Mutter gesprochen. Das ist doch gut. Alright. Gut aus. Oh. Und kurz, wir holen uns hier mal kurz Brennstoff, weil wir irgendwie nichts mehr haben. So wenig. So, dann packen wir das Buch da mal rein. Und noch ein Buch. Und machen wir mal. Bisschen Fleisch. Warte kurz. Oh, wir haben Hunger. Aber wir schaffen das noch. Ich weiß noch gar nicht, was wir mit dem Fell machen können und so. Ich hab's einfach mitgenommen. Naja, ciao. Dann können wir direkt den Wolfsfleisch essen. Und trinken. Ah, Mist. Wisst ihr, was wir vergessen haben? Wir haben unseren Dings da vergessen. Unseren Schlafsack haben wir da vergessen. So, wie viel Fleisch haben wir denn jetzt dabei? Brauchen wir das alles? Mitnehmen kann ich schaden. Gehen mal wieder zur grauen Mutter und nehmen unseren Schlafsack mit. Wir haben unseren Schlafsack vergessen. Nicht, dass wir irgendwann da sitzen und irgendwie schlafen müssen irgendwo. Wäre nicht so cool. Dann läuft ein Wolf auf jeden Fall. Ich hoffe, das ist jetzt noch unser Schlafsack. Oh, hab gerade meine Haare mitgenommen. Ah. Ja, okay. Aufheben. Danke. Oh, wir haben den Darm und so noch dabei, ne? Haben wir das? Haben wir noch irgendwas, womit wir uns wehren können? Moment. Ja. Okay. Kaputt.
Wir gucken mal, ob wir da hinten hinkommen. Ansonsten müssen wir schlafen. Weil es sonst zu dunkel wird. Ist doch da, ne? Ich hab hier gerade einen Wolf gehört. Da über der Brücke. Und der Einspieler, der war falsch. Okay, ich habe Angst. Habt ihr auch Angst? Ich habe Angst vor Wölfen. Weil normalerweise gibt es ja in The Long Dark auch Waffen. Ja? Wir gehen erst ins Haus. Aber wir haben noch keine Waffe gefunden. Mit einer würde ich mich auf jeden Fall besser fühlen. Hallo. Door is locked. Maybe the keys are around here somewhere. Freezing out here. Yeah. Okay, keys. Oh, komm schon. Noch ein Auto vorstellen. Truck seems to be dead. Engine won't even turn. Da. Schaut. Okay, schnell. Wir jetzt schnell ins Haus können, weil es dunkel wird. Ja, wir können jetzt noch. Wie sieht's aus? Okay, können wir noch ein bisschen hier umschauen. Schlingen. Stelle Fallen auf. Oh Gott. Wende deine Energie auf, um Kaninchen zu jagen und mit Steinen zu betäuben. Eine längerfristige Methode sind Schlingen. Halte nach Orten Ausschau, an denen sich viele Kaninchen aufhalten und lege deine Schlinge in der Nähe aus. Prüfe sie täglich. Mit etwas Glück fängst du eins. Erhöhe deine Chancen, indem du mehrere Schlingen auslegst. Gute, gepflegte Fallen versorgen dich dauerhaft mit Nahrung. Sie locken allerdings auch andere Tiere an. Natürlich, weil dann da... Ja! I wonder if I can drop any of this gear.